Das erste Wiedersehen mit Ella läuft für Seffi sehr chillig ab. Ella dagegen ist nervös, verzichtet aber auf pflanzliche Beruhigungsmittel. I feel like my mind is not ready for it. I don't know. I probably didn't get the opportunity. Because I'm like very emotional and I don't want to get like confused, you know? No. You know what I mean? You don't get confused. It seems confused when we smoke. No. You can do that. You can drink, you can smoke. Okay. You can do what you want. No, I'm not smoking. Ich rauche nicht zu viel, weißt du. Dauernd drauf zu sein, ist auch nicht gut. Wenn man es etwas reduziert, ist es halt auch gesünder. Wenn jetzt hier, okay, er würde jetzt extrem viel Zigaretten rauchen, ich würde auf keinen Fall sagen, okay, du musst jetzt aufhören. Nein. Ich würde mir einfach nur mehr fernhalten. Aber ich würde, dass er das macht, was er glücklich macht. Und glücklich sind alle auf Jamaika. Ja, ist nun mal so. Liegt wahrscheinlich an der guten Musik. Ja. Auch die haben hier fast alle im Blut, so wie Seffi. Oh, she can sing. You ever sing a song? Ich kann ein bisschen Gitarre spielen, aber nicht sehr gut. Ein bisschen. Esa mañana me desperté como si fuera a tu lado. Me desperté como si tú aún me abrazabas tan fuerte. Das ist großartig, wirklich super. Sie kann ein Instrument spielen, sie ist Musikerin. Sie kann mir auch also beibringen zu spielen. Ja. Yes. Can teach you. Ja. Ellas Fingerfertigkeit fasziniert ihn. Echte Handarbeit, so ein Gitarrenspiel. The first finger, point finger, go on this. No, it is this. The third, go on here. And the fourth, go on here. Let me see. I'm scared. Put your thumb. All right, so first. Put your thumb like so. Put your thumb under this. Yeah, go and check. Und jetzt der Profimusiker. And you like have to, you know? You have to. Yes. But you like make it sound. Yeah. Go again. But it's more easy, like to make. Ah, there you go. It's kind of difficult. Even though the nut is tough like concrete. It was slow. Wir treffen uns in der Mitte, weißt du, immer wieder, weil wir einfach schon eine Verbindung aufgebaut haben. Und wir haben einiges gemeinsam, Musik und so, weißt du? Gemeinsam Musik machen ist auf jeden Fall, mache ich gern. Die beiden verstehen sich auch im echten Leben prächtig. Da scheint der Funke übergesprungen zu sein. Musik verbindet eben. Jetzt geht es mir besser. Also ich war früh aufgeregt und nervös, dass ich wieder sehe. Aber jetzt bin ich ein bisschen beruhigt. Ja. Damit es nicht zu ruhig wird, ist am Nachmittag Action angesagt. Die Stimmung soll sich noch etwas hochschaukeln. Hier auf Jamaika ist alles im Fluss. Am Fluss. All right, let's try. Tamara dreht ein paar Runden. Seffi dreht einen Runden. Good try, Mina. Wenn wir rausgehen und wenn wir die Vibes haben und die Musik haben, dann wird tanzt. Ganz einfach. Da brauche ich ja keine Party, da brauche ich einfach nur Musik und ein paar gute Leute. Und ja, die Stimmung ist da. Alright, come on. Welcome. Go in a little area.
Ich hab irgendwie Angst. Ja, die Aussicht. Bevor was raushängt, lieber frisch verpacken. Alles von vorn, wir starten neu. Seffi gefällt's. Wenn ihr jetzt in Österreich, keine Ahnung, einfach auf der Straße anfangen zum Tanzen, dann ist das ein bisschen aufsehenerregend. So in die Richtung. Und in Jamaika, ich meine, man sieht, es ist normal. Split on the body like acrobat. When your bones span, it's used like a heart attack. Wenn sie anfängt zu tanzen, reißt sie jeden mit und zieht alle Blicke auf sich. Ja, Seffi wirft da gern ein Auge drauf, wenn Ella die Schlange gibt. Die Spannung zwischen uns ist sehr interessant. Doch nicht nur Ella lässt die Knochen knacken. Auch Tamaras Mutter springt bei Seffis Musik gleich der Oberschenkelhals aus der Gelenkspfanne. Shake it, baby! Tia ist wohl keine Gefahr für Ella. Und doch ist sie froh, wie gut alles läuft. Es ist jetzt ein paar Stunden her, dass ich ihn Seffi wieder getroffen habe. Und ich bin erleichtert, weil ich merke halt, die Stimmung zwischen uns passt. Wir verstehen sie, wir können miteinander reden, wir können einfach angenehm miteinander umgehen. Ja, ja, fein. Und Seffi wird wohl panisch werden, wenn sein Gras nass wird. Also besser nichts riskieren, oder? Das Erste ist das Gefühl. Und das ist da. Ja. Und das andere Sache ist, ob wir quasi unsere Leben nebeneinander vereinbaren können. Und auch, ob es nur eure beiden Leben sind. Lisa hat da so ihre Bedenken. Jamaikaner haben halt den Ruf zu betrügen und 5 Freundinnen gleichzeitig zu haben. Es ist halt mit Männern wie mit Männern. Der eine kann warten, der andere nicht. Der eine versucht direkt in der ersten Stunde jemanden ins Bett zu kriegen. Der andere kann wirklich ein paar Monate eine gescheite Beziehung aufbauen und Sex vielleicht auch mal an den Rand stellen. Welcher Typ Seffi ist, wird sich noch weisen. Für heute geht er müd zur Ruhe, macht seine roten Äuglein zu. An ihrem ersten Tag im Senegal steht Uschi bereits früh am Morgen auf. Wie versprochen will sie für ihren Umsi gut aussehen. Ich habe mir in der Früh selber überhaupt nicht gefallen. Ich habe ausgeschaut wie die Frau Floder. Uschi hat Humor und ein Spannerl später auch einen neuen Look. Dass ich den Umsi gestern nicht mehr gesehen habe, ist für mich total okay, weil ich war eh urmüde, 5-mal durchgeschwitzt und das wäre eh nicht schön gewesen. Ich hätte mich selber gar nicht wohl gefühlt. Wir werden jetzt einmal versuchen zum Anrufen und werde den fragen, ob er herkommt ins Hotel, dass wir mal ein bisschen, also uns ähnlich einmal sehen und quatschen können, einmal ein bisschen. Genau, das werde ich machen. Ein letztes Mal noch Videotelefonieren, bevor sie ihn im echten Leben in die Arme schließen kann. Oh nein. Keine Verbindung, kein Internet. Ich kann überhaupt nichts machen jetzt mit dem Handy. Ich kann ihn nicht anrufen damit.
gehe zum Gerald rüber und vielleicht geht's mit seinem. Ich werde es versuchen. Auskenner Gerald weiß auch jenseits von Afrika über viele Themen Bescheid. Ja, herein. Gerald? Ja? Ich habe eine Frage. Kannst du mir bitte dein Handy borgen zum Anrufen? Ja, gleich. Beziehungsweise kannst du mir drüber gehen, weil ich käme nicht aus mit dem Handy. Dass okay. Du Nummer willst. Okay. Es folgt Versuch Nummer 2. Hoppla. Ob diesmal Verbindung aufgebaut werden kann? Ich zeig dir seine Nummer. Ich hoffe, er hebt ab, wenn er die Nummer nicht kennt. Haha. Jetzt? Ja, so. Jetzt kannst du mal raffen. Ich glaube, das wird nichts. Nicht angenommen. Am Flughafen in Tansania wollen Harry und Roland gerade Harrys Angebetete Luise und deren Schwester Mercy abholen. Wir haben es selber schon ein paar Mal bei der Einreise gesehen. Es kann oft in afrikanischen Ländern sehr schwierig sein. Und ich weiß ja nicht, wie wirklich Kenia und Tansania sich verstehen. Harry ist da ein gebranntes Kind. Vor 2 Jahren entpuppte sich die erhoffte Freundin als betrügerische Bande. Zum eigenen Schutz wurde ihm die Einreise verweigert. Doch dieses Mal ist sich Harry sicher, seine große, echte Liebe Luise wird kommen. Ich sehe sie ja schon. Luise? Ja. Schaut ihr endlich. Ja, ich hab geglaubt, das ist, weil sie ja etwas korpulenter ist. Man weiß ja nie, wie sie sich herrichtet. Ne? Macht dir keine Sorgen. Das ist wurscht. Gut ist gegangen, nichts ist geschehen. Die Leute haben geschaut. Das ist der Trottel. Ja, aber die hat ja wirklich endlich geschaut. Ja, gleiche Statur. Ja? Harry war, glaube ich, sehr, sehr nervös. Vielleicht hat er auch nur schlecht gesehen, aber lustig war es auf alle Fälle. Somit geht das Warten auf Luise und Mercy weiter. Irgendwann müssen doch vor dem Zollbereich wieder 2 Afrikanerinnen erscheinen, die denen am Handy gleichen. Ha, sind das vielleicht die richtigen 2? Das ist die Luise. Harry ist sich jetzt nicht mehr so sicher, ob das die Luise ist. Harry, gehst du hier raus? Ja, erst mal einen zweiten Blick riskieren. Yep, die könnte's wirklich sein. Hallo. Ja, das könnte wirklich Luise sein. Kennt Harrys Namen. Check. Fühlt sich richtig an. Nochmal check. Die ist es. Nice to see you. Nice to see you too. Hi. Auch Mercy begrüßt ihren Schwager ins B. Sie ist die jüngere Schwester von Luise. Das ist mir. This we have to cut. To cut what? The hair? Yeah. We do it like that. You're like this. Yes, yes. Where is the scissors? Huh? You have the scissors? I do it. That is, we can buy. Ich hab gesagt, heute putzt man das Gestell. Dann kriege ich alle über die Rübe. And I can present you, my friend. Hello, Luise. Hello, nice to meet you. Hello. Hello. I'm Luise. Ah, spricht man also doch Luise und nicht Luise aus. Luise, and that's Mercy. Mercy, yes. I hope you have a great time in Tanzania and very good holidays. I'm hoping for that. I'm hoping for the fun. Ja, wir auch hier vorfahren. Wie viel Spaß hat Harry an den Kenianerinnen? Beide hübsche Damen, beide pünktlich, gut gekleidet, lustig, gut aufgeregt, gleich frech, gefällt mir. When I met Harry, we met face to face. Als ich Harry getroffen habe,
Von Angesicht zu Angesicht habe ich die Unterschiede gesehen zwischen dem physischen und dem Video, wenn wir telefoniert haben. Bei uns zu Hause in Afrika sehen Männer um die 80 so aus wie er. Ja, unsere Männer um die 50 sind alle stark und aktiv. Auf Jamaika liegt sowas wie Liebe in der Luft. Die Vibrations zwischen der Salzburgerin Ella und dem aufstrebenden Dancehall-Musiker Seffi passen. Gestern war ja der erste Tag, wo wir sie wieder getroffen haben, der Seffi und ich. Und es war frischer. Fuschern, so freundschaftlich. Oder richtig so zwischen Mann und Frau? Ich sage jetzt nicht, dass er mein Mann ist, so, weißt du? Deswegen habe ich nicht mit ihm die Nacht verbracht und das ist sehr okay für mich. Doch die Krallen werden bereits gewetzt. Was steht denn auf der Tagesordnung? Ohne Grund ist Ella doch wohl nicht hier. Also der Seth hat seine Show am Samstag und ich werde dort tanzen. Das heißt, ich richte mich jetzt schon mal her für Samstag. Das heißt, ich werde eine Perücke kriegen, ich werde meine Nägel machen und ich werde Make-up bringen. Und das wird bis Samstag halten dann. Ich mache es, weil ich Michelle machen so fern. Für den Auftritt und auch ein bisschen für Seffi. Kennt man ja, klassisches Beauty-Programm eben, von Kopf bis Achsel. You ever done that before? No, not bleach here before, but not arm here. You have never bleached no arm here before? Never before. This is a... You're a pioneer. Es gibt immer ein erstes Mal. Das ist ganz natürlich. Ich finde es nicht richtig, dass die Frauen alle Haare wegmachen müssen, dass sie die Haare rasieren müssen. Das ist nicht notwendig. Frauen können so sein, wie sie sein. Ja. Die Haare runter sind ja nicht verändert. Die Haare runter bleiben gleich, wie sie sind. So, nun aber volle Konzentration aufs Haupthaar. Und man kann sich nicht von einem Schönheitsideal beeinflussen lassen, dass man jetzt unbedingt haarlos sein muss, weißt du? Künstlich haarlos ist nicht natürlich, aber natürlich kann man sich künstliche Haare verpassen lassen. Besser gesagt, eine Mähne. Doch die Perückenkunst ist Ella nicht genug. Sie braucht noch Akzente, die sich gewaschen haben. Die Tänzerin mag's eben bunt. In Jamaika ist es auf jeden Fall extrem ungewöhnlich, dass sie irgendjemand die Achselhaare färbt. Ganz, ganz ungewöhnlich. Also es ist auf jeden Fall keine nette jamaikanische Kultur. Na, also die Kisha findet es auch komisch, dass sie das macht. Egal, keine 9 Stunden später ist das Makeover perfekt. Right here. Yes. Das ist gut, gell? Mm-hmm. Quite mal gut. Mm-hmm. Ich kann mich bewegen. What? I'm... Wow. There's water coming up. Wenn wir die Vibes haben und die Musik haben, dann wird tanzen. Erster Tagesordnungspunkt erledigt. Folgt schon der zweite, der Praxistest für die Perücke. Was wird wohl Seffi zu Ellas wundersamer Verwandlung sagen? Sie wird's gleich rausfinden, denn der Gute wartet schon brav auf seine Überraschung. Ich bin etwas unruhig, ich habe den ganzen Tag gewartet und will jetzt endlich sehen, was Sache ist. Yeah, da kommt sie schon und nähert sich mit großen Schritten.
your body good up. Your man love your body in the area and to put up. Bumba big. Am I gonna make me a whole bad thing? I'm gonna forget about greeting now, right? Yeah, I think so. From 9:30 in the morning till 6:30. Very nice, though. I like. Pink. Uh-huh. I gotta set that trend. Watch out. I'm gonna set that trend. Yeah, I'm faithful. Scratch that, baby, I'm faithful. Gotta say it's really been a while. But now I got back past smile. I'm so faithful. In Jamaika ist es auf jeden Fall extrem ungewöhnlich, dass irgendjemand die Achslere färbt. Ganz, ganz ungewöhnlich. Na, hoffentlich steht Seffi auf ungewöhnlich. You watch it? Watch out. Tada! Und ja, auch da. Immer noch Funkstille bei der Wienerin Uschi. Sie erreicht ihren senegalesischen Freund nicht. Das wird nichts. Wenn man nicht online ist, kannst du nichts machen. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, jetzt bin ich ein bisschen beunruhigt, ja. Entweder weil er die Nummer nicht kennt, aber der Gerald hat geschrieben, dass das sein Handy ist, ja. Er hat es gelesen. Mhm. Schau, weil es zwei Hagerl da sind. Ja, ja. Jetzt versucht Gerald sein Bestes. Ja, hallo, I give you Uschi. Hallo, I'm Gerald, I give you Uschi. Hast du ein Video da? Nein, das auch. Musst du umschalten, ich hab nur gehört. Da ein Video. Hallo, ja, I'm here. Ich wait a little, the problem, the phone. I come video. Hallo. Hello? Hallo, Video, okay. Hello, Umsi? Hello. Yesterday it was not good. What? The plane was coming so late. I was waiting till midnight. Yes, I don't have internet here, yeah? Okay. I couldn't reach you because I don't have any internet. I have to buy a car today. Okay. Yeah, okay. Therefore. Okay. But do you like to come to the hotel now? Yes, I'm coming right now, okay. Yeah. Okay, 20, 40 minutes. Okay. I'm coming. Till later. See you later, alligator. Okay. Legge, genau. Ciao, Papa. I'm coming now, okay? Genau, supi. Uschi findet supi. Ihr fällt ein Stein vom Herzen. Wird Umsi gleich da sein? Mal schauen. Du musst eins rechnen, ja? Wenn heute einer sagt, der kommt in einer Stunde. Dann wäre es eineinhalb. Dann ist er spätestens in zwei Stunden da. Das ist die Mentalität, ja. Doch genau darum geht's Uschi doch. Oder? Vom heutigen Tag erwarte ich mir nur schöne Sachen. Und lass mich überraschen. Vielleicht haben wir sogar die Gelegenheit, dass ich zum Umsi komme und mir mal seinen Raum anschaue, wo er wohnt und so Sachen, werde ich dann mit ihm besprechen, wenn er kommt. Ja, wenn er kommt, denn noch ist er nicht da. Uschi bricht schon mal auf und bezieht Stellung an einem romantischen Plätzchen mit gutem Überblick. Doch genau diesen trüben bereits die ersten Tränchen. Bin ich total aufgeregt. Lauter Freude. Im April werden es 3 Jahre, dass ich darauf warte. Und jetzt ist es soweit. Ich will nicht weinen. Ein paar Minuten brauche ich noch. U-
Uschis Nervosität ist sichtbar. Wie es wohl dem 16 Jahre jüngeren Senegalesen geht? Es geht mir gerade durch den Kopf, eben wie er halt in Realität ausschaut. Na, ist er doch anders als wir am Video oder am Foto. Und ja, geht mir viel durch den Kopf im Moment. Ich schaue schon da an, ob ich ihn sehe. Und hier ist er, Umzi, die große Liebe von Uschi. Es sind jetzt 2 Jahre und 8 Monate. Ich bin so angespannt gerade, weil ich sie jetzt treffe. Seit gestern schlafe ich schon nicht mehr, weil ich immer daran denke. Ich freue mich, bin aber auch angespannt und denke darüber nach, wie sie wohl reagieren wird. It's easy to say, but it's never the same.